Vulva. Vagina. Venushügel. Vulvalippen. Äußere Vulvalippen. Klitoris. Kennst du den Unterschied zwischen Vulva und Vagina oder Scheide? Was ich ja ganz spannend finde, gab es ja eine konkrete Situation, wo eine Arbeitskollegin von dir und dich herangetreten ist und gesagt hat, wie geht das? Wie soll ich jetzt, wie soll ich bei meinem Kind das Geschlechtsorgan benennen? Eine Arbeitskollegin, aber in Wahrheit sind sie ganz, ganz, ganz viele Eltern, die sich irgendwann Gedanken machen, also Eltern von Töchtern in erster Linie, aber die sich dann fragen, wie wollen sie eigentlich das weibliche Genital benennen? Ja, das heißt irgendwie Eltern oder andere Bezugspersonen von Kindern brauchen da ein bisschen Hilfestellung, oder? Mhm. Wie kann man das kindgerecht lösen, einen positiven Zugang zum eigenen Genital schaffen und einfach einen ganz natürlichen, selbstverständlichen, positiven Umgang nahelegen. Naja, wichtig war irgendwie schon, dass das eine Lina die Entdeckerin, dass es einfach eine lustige Geschichte über ein junges, aufgewecktes Mädel ist, die halt sich interessiert für ihren Körper, oder? Und die dann ihren Körper erforscht und dann auch eine abenteuerliche Reise sogar in ihren Körper macht. Die Idee ist ja auch, dass die Vorleserinnen oder Vorleser selber ja so ein bisschen auch mit überlegen können, wie sehr wollen sie ins Detail gehen mit den Sachinfos, also das wirklich auch angepasst an das Alter des Kindes und Interesse des Kindes. Also es gibt einfach quasi die verschiedenen Ebenen im Buch. Ja. Wie hast du die Vulva früher genannt? Warum tun wir uns so schwer, manche Dinge beim Namen zu nennen? Lasst uns das weibliche Geschlechtsorgan doch endlich beim Namen nennen. Vulva.